Umfeld gehört, dass man jetzt nicht einfach die Sachen uferlos verdichtet, übertreibt, stellt meistens den schlechten Wohnhäuser, wenn man dort nicht Wohnhaus rein wohnt, sondern dass man im Prinzip im Charakter des Dorfes, der Gemeinde, der Stadt Wohnbebauung weiter entwickelt. Das empfehlen wir den übrigen also den Städten, also den größeren Städten in Tübingen, den Charakter ihrer Stadt dabei nicht zu verändern oder zumindest verursachen, nur weiterzuentwickeln, damit einfach ein gewisses Maß an Individualität, das mit Heimat verbunden ist, weil Menschen einen Bezug brauchen. Heimatbezug natürlich Menschen beinhaltet, aber auch das Umfeld beinhaltet, dass wir die individuellen Charakterzüge einer Gemeinde dabei nicht grundlegend verändern. Die Bürgermeister, da ist der Züge anders, und das muss ich jetzt lobend erwähnen. Die bürgermeisterischen Kommunalpolitiker haben nicht überall landesweit bereits erkannt. Und deshalb haben wir zumindest in den ländlichen Räumen als Voraussetzung für die Weiterentwicklung, für Neubau, für die Ausweisung von Flächennutzungsplänen und dergleichen mehr, den Landratsämtern mitgegeben, dass diese Gemeinden zunächst mal einen baulichen Charakter erstellen müssen. Und zunächst mal dann auch klären müssen, ob innerhalb des baulichen Charakters sich eine sinnvolle Verdichtung möglich ist. Das machen wir auch. Zwischenzeitlich, das läuft häufig an, viele meinen immer noch, der Neubau, alleine der Neubau führt zu mehr Einwohnern und zu einer Stabilisierung der Einwohnerschaft. Aber viele merken auch, dass man wegen einer sinnvollen Nachverdichtung oder Sanierung oder Abriss der alten Gebäude, moderner Wohnraum in neuen Gebäuden im Innenbereich, dass man damit letztendlich auch gleichermaßen realisieren kann und auch entsprechend Erfolg hat. Das ist ganz so einfach, weil Flächen meistens im privaten Eigentum sich befinden und man natürlich den privaten Eigentum als schon überzeugen muss, dass sie solche Flächen auch besitzen. Und insofern glaube ich, kommen wir ohne den Charakter unserer Dörfer, Gemeinden und Städte grundlegend zu verändern, mit einer behutsamen Nachverdichtung, mit einer behutsamen Nutzung von Sprachflächen in vielen Bereichen, im Bereich der Wohnbebauung, sukzessive weiter und können uns unser Ziel sukzessive annehmen, in den nächsten Jahren, wie das dann sagen, in 5 oder 10 Jahren, das Flächenbau in diesem Sektor der Wohnbebauung gegen die Rüstung des